Hallo und einen schönen guten Morgen wünsche ich euch heute. Es ist echt noch ganz schön früh, wenngleich draußen die Sonne schon ihr Bestes gibt, um uns einen tollen Tag zu bescheren. Und es ist aber wenig los draußen auf den Straßen. Es ist klarer Himmel, es ist noch gute Wetteraussicht und vor allem beste Aussicht auf ein cooles Thema heute. Es hat immer noch ein bisschen zu tun mit dieser Endoprothetik-Sache, ist ja natürlich auch so unser Kerngebiet hier, aber mal auf ganz anderer Ebene. Ihr werdet sehen, bis später. So, nun in weißer Robe bekleidet geht es Richtung Besprechungsraum und ja, da werdet ihr noch mal ein paar Einblicke bekommen in einen grob abgesteckten Ablauf des orthopädischen Tagesstartes. Ist essentiell, dass dort Weichen gelegt werden, beziehungsweise Weichen gestellt werden für den weiteren Tagesablauf und daher eigentlich absolut eine Kernzeit und Kernsituation des Alltages ist. Und gleich geht's weiter drüben. Ich hoffe, alle sind pünktlich. Komm, follow me, komm, follow me, komm, follow me, baby. Was ist? Komm, follow me, komm, follow me, komm, follow me. Die Besprechung startet mit der Analyse der Röntgenbilder morgens. Das heißt, die ganzen Bilder des Vortages, einschließlich der Nacht bis hin zum frühen Morgen hinein, werden nochmal angeschaut. Im Mehraugenprinzip werden vermessen und auch die Dokumentation natürlich überprüft, ob da Fehler vorliegen, beziehungsweise auch die Operationsnachmeldungen eingetaktet, um eine entsprechende zeitnahe Versorgung der Patienten zu gewährleisten. Oh, la la. Und daher ist es also essentiell wichtig, da auf Reihe zu bleiben. Ja, so läuft also eine Frühbesprechung in der Regel mal so ganz kurz als Überblick zusammengefasst statt. Jeder Morgen ist sicherlich auch ein bisschen unterschiedlich. Wir müssen auch die dringlichen Fälle, die Notfälle, also alles Ungeplante auch irgendwo unterbringen. Ist aber trotzdem ein zentraler Punkt des Tages, den wir dann gar nicht in irgendeiner Form groß variieren dürfen und müssen, um wirklich die Weichen zu stellen für den Rest des Tages. Und vielleicht ist die Neugier ein bisschen gestillt durch diesen kleinen Beitrag. Wir würden uns über ein Like wie immer freuen und vor allem auch, wenn ihr euch unsere anderen Videos anschaut. Und ja, beim nächsten Mal wieder sicherlich mit einem ganz spannenden Thema. Also macht's gut, bis dann, ciao.